Erst haben wir Schritte wieder auf für einen Moment. Sie sind auf HET. Genau, Sie, mein lieber Herr. Ich bin steif für Bulli. Gehen Sie wieder auf? Ja, ich bin gut drauf, Herr Papel. Wissen Sie, von wo ich Ihren Namen kenne? Vom Portemonnaie. Ich meine, Sie waren unversichtlich. Hier habe ich Ihr ganzes Portemonnaie. Jawohl, da haben Sie Glück, dass ich das war. Weil Kriminelle geben wir eben nicht zurück. Aber hier vorne wird auch ein Herr. Wo war das jetzt hier? Ah, okay. Aber Sie, mein lieber Herr, Sie können schon gut tun. Stehen Sie auch wieder auf dem Weg. Guten Tag. Und kann ich behalten, was ich von Ihnen habe? Nein! Wissen Sie, was ich habe? Weil ich habe bereits etwas sehr Wichtiges von Ihnen. Haben Sie ein kleines Idee, was das könnte sein? Keine Ahnung! Ich habe ja Hand! Guten Tag! Jawohl, jetzt lachen Sie. Kommen Sie bitte mit, Sie haben herzliche Reden. Meine Damen und Herren, viel Applaus für meinen ersten Herrn Vorrat. So, jetzt geht es ein bisschen so gut. Wichtige Frage, haben Sie viel Geld dabei heute? Nein! Oder nach, dann müssen wir weiter suchen, weil ich brauche hier eine große Geldtasche. So, kommen Sie bitte hier, halten Sie bitte gut fest, beide Hände. Tschüss! Da komme ich gleich wieder zurück, weil der Herr Nummer 3 ist hier vorne. Die eingefackelt hat da unten. Sie ist auch wieder auf dem Moment, Sie lachen so jetzt die ganze Zeit. Oh ja, ihr habt viel Proviant bei Ihnen, ne? Da kommen Sie bitte mit, Sie werden leichter, mein Herr. Meine Damen und Herren, viel Applaus für Herr Nummer 2. Ich nehme meine Hand für diesen Fall. Sehr gut. Sehr schön. Entschuldigung, die Störung. Halten Sie bitte einmal hier. Dann komme ich da auf die andere Seite. Dann nehme ich Ihren Hand. Ich verwandle. Ah nein, aber kann ich noch werden. Kommen Sie bitte mit, meine Herren. So, dann war die auch jemand hier auf die andere Seite. Geht? Sehr gut. Schön, schön. Weil da auf der anderen Seite habe ich noch jemanden. Mit Opa, ja,